Hallo und herzlich willkommen zu den News. Heute mit einer Spezialausgabe direkt vom FedCup hier aus dem Frankfurter Palmgarten. Hier trainieren die deutschen Mädels bereits seit Montag und bereiten sich so auf das Relegationsspiel gegen Frankreich am Wochenende vor. Bevor wir uns aber Deutschland und Frankreich explizit widmen, werfen wir noch einen Blick auf die Paarungen der restlichen Nationen, die an diesem Wochenende ebenfalls um Startplätze für die Weltgruppe 1 kämpfen. Belgien geht mit seinen besten Spielerinnen Kim Kleisters, Janina Wickmeyer, Justine Nena und Kirsten Flipkens an den Start gegen Estland, die mit Kaya Kanepi, Marit Arni, Annette Schutting und Margit Rutel antreten. Australien ist mit der stark aufspielenden Samantha Stoser dabei, sowie Anastasia Rodionova, Alicia Mollick und Renee Stubbs und spielt gegen Alona Bondarenko, Maja Koryzewa, Ludmila und Nadja Kicinok. Für Serbien spielen Indian Wells-Siegerin Jelena Jankovic, Bojana Jovanovski, Anna Jovanovic und Alexandra Krunic. Bei den Slowakinnen treten Daniela Hantuchova, Dominika Cibulkova, Magdalena Rybarikova und Lenka Vienerova an. Für die folgenden vier Nationen geht es dagegen um den Einzug ins Finale. Italien tritt mit Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani und Roberta Vinci gegen den Deutschlandbezwinger Tschechien an, die mit Lucy Safarova, Petra Kvitova, Lucy Radetzka und Květa Peschke am Start sind. Die USA muss ohne die Williams-Schwestern ran. Dafür kämpfen aber Melanie Houdin, Bethany Mattek-Sands und Liesel Huber gegen die russische Olympiasiegerin Elena Dementjeva sowie Anastasia Pavlyuchenkova, Ekaterina Makarova und Alla Kudryavtseva antreten. Hier im Palmgarten kämpft am Samstag und Sonntag Barbara Rittners Team um den Erhalt in der Weltgruppe. Mit dabei sind Andrea Petkovic, Julia Görges, Tatjana Malek und Christina Barua. Bei den Franzosen sind Aravan Rezaï, Pauline Parmentier, Alizé Cornet und Julie Coin am Start. Bereits seit Montag trainieren die Mädels täglich auf dem Center Court. Selbst Annalena Grünefeld ist trotz ihrer Verletzung angereist, um ihre Mannschaftskolleginnen zu unterstützen. Auch sie nutzt das Umfeld hier, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Tennis Live TV überträgt für euch das komplette Wochenende live und das mit geballter Kompetenz. Neben unserem Kommentator Carsten Linke wird dieses Mal Sascha Bandermann im Studio sein, zusammen mit der FedCup-Gewinnerin von 87, Claudia Kode-Kilsch. Die beiden werden das komplette Event mit Spielerinterviews, Hintergrundberichten und Analysen abrunden. Los geht's am Samstag um 12.30 Uhr hier auf Tennis Live TV. Abends könnt ihr dann noch die Partie Russland gegen die USA verfolgen. Werfen wir jetzt noch einen Blick nach Barcelona, wo die Herren im ATP-Turnier um den Titel kämpfen. Wir sehen uns wie gewohnt am Montag wieder. Euch viel Spaß beim FedCup an diesem Wochenende.